und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge Manager-Modus hier mit unserem Sportverein, wollte ich sagen. Eigentlich ist es noch der Hamburger Sportverein und mit euch, den geliebten Zuschauern. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Wir stehen kurz vor einem ersten Champions League-Spiel. Und das auch noch gegen Juventus Turin. Als ob es uns nicht schon schlimmer gehen würde, ja. Haben wir auch noch Marseille und Lokomotiv in unserer Gruppe. Aber das hatten wir ja schon beim letzten Mal geklärt. Und ja, es zahlt sich halt wohl auch aus, wenn wir dann wirklich auf die Bedürfnisse unserer Männer hier, unserer Jungs mit eingehen. Hier bedankt sich halt Maximilian Beißer. Danke nochmal, dass ich spielen durfte, Trainer. Ich war mir sicher, dass ich heute für unsere Mannschaft etwas erreichen kann. Und wenn mich nicht alles irrt, hat er ja auch ein Tor gemacht, ja. Also von daher war es schon die richtige Entscheidung, dass ich dann doch Beister in die Formation mit reingeholt habe. Wir lassen mal ein paar Tage überspringen. So, Pressekonferenz. Ja, wir machen auf jeden Fall Juventus verunsichern. Das finde ich einfach nur gerecht. So, Beister ist jetzt nicht ganz auf der Höhe. Ja, und das meine ich halt einfach nur von der Energie her. Und daher bin ich jetzt doch eher gewählt, ihm erstmal Naifu erstmal den Vortritt geben zu lassen. Und wie gesagt, wollen wir dort lieber. Sprungkraft ist bei ihm nicht so schnell. Wollen wir ihn sonst lieber als Stürmer? Wir müssen mal gucken, wie bei ihm nachher. Der Abschluss ist bei ihm nur 55 und bei ihm 76. Okay, dann machen wir das so. Was konnte er eigentlich nochmal spielen? Er kann eigentlich auch ZM und linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld. Alles gut, alles gut, alles gut. So, auf dem rechten Dings holen wir uns dann, glaube ich, mal Ebert, weil Mitchell Weiser ist dann da nämlich auch nicht ganz so fit. Und da holen wir uns dann vielleicht mal. Da holen wir uns nochmal Meier mit rein. Wir müssen nämlich ein bisschen gucken, dass wir jetzt hier auch ein wenig schauen, wie wir am besten vorankommen. Ich würde sagen, so geht das erstmal. Wir bleiben aber, wie gesagt, immer noch bei unserer 4-2-2-Taktik. Und ich würde sagen, hier speichere ich einmal ganz kurz ab, bevor irgendwas passiert. Nein, nicht allerdings, sondern nur kurz speichern. So, und dann wollen wir mal schauen, wie wir gegen Juventus uns schlagen. Ich bin schon sehr nervös. Wir müssen auch nach Juventus, oder wie man so nett betonen kann. Wollen wir damit spielen? Wir spielen ja eigentlich nicht zu Hause, aber das sieht auch wieder so doof aus. Obwohl, lass uns das nehmen. Das dritte Trikot ist, glaube ich, genau das Richtige, wo wir spielen. Wir spielen im Juventus-Stadion. Und das ist ziemlich nice. Wir spielen 1945. Okay. Wäre zum Beispiel auch ganz geil, wenn wir jetzt zum Beispiel den EEP-Patch hätten, um mit ihm jetzt richtig schöne Atmosphäre zu haben und die Champions League dann auch noch besser genießen. Aber ey, das ist auch so ein richtig geiles Stadion hier von Juventus. Und mei, bin ich aufgeregt. Ich bin aufgeregt und guckt euch das Stadion an und es sieht schon geil aus. Und ich bin immer noch so ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin wirklich ein bisschen neidisch auf die Jungs, die jetzt zum Beispiel auf eine Xbox One oder eine PS4 haben. Die haben einen viel geileren Stadion-Einlauf und so. Es sieht richtig nochmal viel geiler aus, aber wir müssen mal schauen, ja. Leider kann ich zum Beispiel kein Sweet FX benutzen, da das leider auf diese Direct 3D Sache dort irgendwie so EMB mäßig halt drauf geht, und das ist, wird derzeitig irgendwie von meinem Windows, egal bei welchem Spiel, nicht unterstützt. Ich kriege es bei Skyrim nicht hin, ich kriege es bei meinem GTA nicht hin,
ich krieg's nirgendwo hin. Und sobald ich da eine EMB benutzen will oder so, kackt entweder gleich das Spiel ab oder startet erst gar nicht. Und ja, sehr, sehr schade irgendwie, aber das schaffen wir auch noch. Und vielleicht werden wir in der dritten Saison, ich werde nochmal nachfragen, vielleicht werden wir in der dritten Saison uns das nochmal überlegen, mit dem ENB vielleicht dann nochmal eine Saison anzufangen. So, Naifu geht ja schon mal ganz gut los. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, was mit Jesse da los war. Schön, wie Ebert das macht. Ah, da kam er ein bisschen zu spät. So, Kirchhoff, weiter. So, Patrick Ebert hier gegen Isla. Aber die spielen erstmal genügsam zurück. Ja, sehr gut davon Augo, der seine Sache auf jeden Fall gut machen sollte. Denn er vertritt hier niemand anders als Marcel Janssen. So, Pirlo. Pogba. Aber Tah ist da. Wir sehen Aquidi, Shigui. Kann er den reinbringen? Oh! Habt ihr es gesehen, wie ganz knapp das war? Das war doch wohl der Wahnsinn eben gerade gewesen. What the fuck? Der Tevez! 15. Minute! Was für ein Tor, Alter! Ja, das gucken wir uns mal an. Es war ja auch echt keine unhaltbar mitten aus dem Dings und. Ja, das war schon ziemlich krass. Ja, da hat er voll so eine Bleierung gemacht, so. Pff. Ja, wartet aber erstmal ab, bis wir hier auch mal den Ball bekommen. Ja! Das machen doch Lösungen, das gibt's doch nicht. Ja, doch mal 11, das ist doch Wahnsinn. Ich hab doch den Pirlo gar nicht gemacht. Der alte Mann ist doch nun mal hingefallen. So, da haben wir zum Beispiel Cassis, den wir uns ja eventuell ja auch holen wollten. So. Patrick Ebert hält da gleich mal einen auf. Und das ist niemand anderen als den Torschützen eben gerade. Und Tara sehr energisch rein, aber pff, ich verstehe nicht, wieso es da jetzt gleich mal einen Freistoß geben musste. Boah, sehr gute Reaktion hier von Giefert. Mann, 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 Juventus will es hier definitiv gleich wissen am Anfang der Gruppenspiele. Ja. Ja, sehr gutes Ding. Was Augo da macht. Jetzt Rodriguez aber. Nee. Da ist immer noch ein Buffon in dem Kasten von Juventus. Ja, da hättest du eigentlich, ne? Da müssen wir jetzt aufpassen. Ja, gut gemacht. Oh, Kirchhoff. Ja. Ah, ne. Gibt dann doch noch den Einwurf hier für Juventus. Da halt mich erstmal. Du wartest erstmal hier. Ich bin noch gar nicht fertig hier. Und Naifu. Ah. Er macht sich auf jeden Fall bemerkbar. So, Shigui. Da auch wieder
mit von der Partie und ich glaube, ich muss meine Jungs mal ein bisschen weiter nach vorne schicken. Da Naifu schon wieder mit einer sehr guten Aktion. Ah, Juventus will auf jeden Fall hier seinen Vorsprung weiter ausbauen. So. Oh, Diekmeyer meint sich ja auch, wenn mich hier keiner angreift, kann ich ja mal so weit versuchen. Oh, danke. Oh, sehr schön gesehen und oh. Meine Güte. So. Ah, nee. Pogba, müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ist ein gefährlicher Mann. Ah, Naifu, nee. Oh, jetzt. Ja! Shigui! Holt uns da noch kurz vor Pausenschluss wieder zurück im Spiel. 1-1 der Ausgleich von Shigui. Da sehen wir die Nummer 34. Ich glaube, Jesse Rodriguez hat ihn da, glaube ich, im peripheren Blick gesehen. Und wunderbar. Wunderbar da. 5-Sterne-Trickser, ja. Das musste doch einfach was werden. So, wir sind wieder zurück im Spiel hier. Im ersten Gruppenspiel in der Champions League zu Hause gegen Juventus Turin. Wir gehen mit einem guten 1-1 gegen so eine starke Mannschaft in die Halbzeit. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier der Hamburger Sportverein. Wir sind auch sehr gefährlich. Hier sehen wir nochmal von Tevez. Wenn mich doch nicht alles irrt, ist Tevez doch aus der englischen Premier League denn, wenn dort hingegangen. Also... So, hier schauen wir nochmal ganz kurz. Wie steht es derzeitig in der Halbzeit? Ajax führt gegen Milan 1-0. Borussia Dortmund, oh, da steht es 1-1 gegen Paris Saint-Germain. Die Grasshopper sind mit einem 1-1 gegen Atletico Madrid noch ganz gut bedient. Lokomotiv und Marseille stehen auch 1-1. Ja, Manchester United sagt auf jeden Fall 2-0 schon gegen PSV Eindhoven. In der Halbzeit. Und Real Madrid hat auch schon ein 1-0 gegen Spartak Moskau und Anderlecht. Und Porto sind auch noch mit einem 1-1. Also es ist sehr knappe Spiele. Ja, hier nur ganz unterschiedlich. Also recht wenige, die hier wirklich herausstechen können. Ja, so. Aber ich sag mal, wir gucken, wohin uns das führt. Ah, Bibiani. Da, Naifu, sehr gut. Er macht sich auf jeden Fall. Und ich denke, wir sollten dem Jungen hier auf jeden Fall mehr Spielzeit geben. Ah, jetzt komm. Nee. Ja, sehr schön. Naifu! Boah! Da ist er drinne! Wahnsinn! In seinem ersten Champions League Spiel. Und dann macht der Junge auch noch ein Tor. Setzt sich da sehr gut gegen den Verteidiger durch. Und Buffon, keine Chance, das Ding geht oben rechts rein. Wahnsinnsding! Wahnsinn! Also, hätte ich das gewusst, dass der Bengel so gut ist, denn scheiße, dann hätte ich den schon viel früher gebracht. So. Ah, da konnten wir das jetzt nicht. Zum Glück halt, ja, wunderbar, wie Augo das gerettet hat.
So. Ja. Ja. Diesmal hat er es nicht hingekriegt. Aber auch nicht alle Tage Abend. So. Jetzt hier hat er nochmal die Chance. Wir müssen aber aufpassen mit Tevis. Ah, das war dann doch, glaube ich, im Abseits jetzt. Einer stand da irgendwie im Abseits. Und der erste Wechsel hier bei Juventus. Und wir gucken mal, wer hier als erstes auswechselt. Pepe kommt für Isla. Er sagt mir jetzt nichts gerade. Ich kenne nur diesen Pepe halt von Real Madrid. So, auch Jesse Rodriguez hier mit einem sehr guten Spiel bis jetzt. Da war er schon wieder gewesen. Habt ihr ihn gesehen? Naifu ist da, wo der Ball ist. Das war jetzt aber eine ganz gefährliche Aktion. Also, so. Llorente kommt jetzt für Vucevic. Oder wie er auch immer hieß. Entschuldigung, wenn ich falsch ausgesprochen habe. Ich werde jetzt hier aber auch schon mal ein wenig wechseln. Gucken wir mal. Soll ich auf jeden Fall ihn hier wechseln? Und Bajel. Und oder doch Patrick Ebert, ich weiß es nicht. Wollen wir es noch? Ne, ich werde mal doch Ludu in den Sturm setzen, weil der Junge das halt auch richtig gut kann. Und ich würde gern sehen, was daraus wird so. Ah, es war jetzt. So, Bibien soll da. Nee, Chiqui. Gegen den Eingewechselten gerade. So. Ah, Patrick Ebert setzt sich da sehr gut durch. So, Bibien hat die Möglichkeit, so, aber Jesse Rodriguez rutscht da leider weg. So. Dann nochmal. Wow, was für ein Kung-Fu-Tritt, Alter. Was für ein Kung-Fu-Tritt, Junge. So, was war da jetzt gewesen? Okay. Auswechslung. Elisabeth kommt, Erzwein kommt und Chalou. Ja, die werden jetzt ihre Chance bekommen. Oh. Ah, hätten wir doch mal schießen sollen. Erzwein, Erzwein, Erzwein. Wir hätten mal schießen sollen. Aber ich dachte, das wäre noch ein bisschen zu weit weg gewesen. Ah, sehr gut hier, wie auch Ilisevic da wieder reingegangen ist. So, Bibien. Oh. Ah, da kam Chess noch in der letzten Minute. Nein, Chalou, nichts gemacht. Da hat FIFA mir nicht den richtigen Spieler da zur Auswahl eben gerade gegeben. Ach. Oh. Nochmal schnell weg. Ach, Bibien. Dann wollten wir jetzt nun nicht.
Nee, das war jetzt keine wirkliche Bedrohung da von Pogba. So. Tevez. Nee, den kriegen wir nicht mehr. Und das war's. Das war's. 1:2 gewinnen wir hier unser erstes Champions League Spiel gegen einen wirklich harten Gegner. Juventus Turin hat es uns wirklich nicht einfach gemacht. Hat uns mit Tevez Tor da gleich in der 15 Minuten ganz schön geschockt. Aber wir sind da schnell nochmal gut rausgekommen. Ich denke einfach, Shigui hat das Richtige gemacht, da in der 45. Minute, bevor wir da in die Halbzeit gehen, uns da nochmal gerettet. Und dann hat Naifu gleich das Ding wirklich rausgeholt. Und ich bin wirklich dafür, ich glaube, ihr werdet das genauso sehen, dass wir Naifu jetzt öfter spielen lassen, auch in der Bundesliga, um den Jungen einfach noch besser zu pushen und vielleicht sogar im Wintertransfer dann vielleicht noch zu verlosen, wollte ich gerade sagen. Ja? So, wir gucken mal ganz kurz, wie die anderen Begegnungen noch abgelaufen sind. Aber das wird jetzt nämlich weitergehen. So, unser nächster Gegner ist der BVB. Ach du heilige Güte. Aber wir stehen ganz gut. Wir stehen auf Platz 3 derzeitig in der Bundesliga. Und wir gucken mal, wie wir stehen in der Champions League. Und wir stehen an Platz 2. Wieso stehen wir an Platz 2? Das weiß ich jetzt nicht. Also kann mir das mal einer sagen. Wir sind punktgleich mit Marseille, auch was die Tordifferenz angeht. Und tja, ich verstehe es nicht, wieso jetzt aber Marseille Erster ist. Irgendwie. Ja, kein Plan. Und wir gucken noch mal ganz kurz, wie es da ausgegangen ist. Borussia hat nun unentschieden und Ajax hat gewonnen. So, Manchester und Atletico haben gewonnen. Real hat gewonnen und Porto nur ein Unentschieden. Chelsea und Benfica haben gewonnen. Und der FC Bayern und Inter haben auch gewonnen in ihrer, in ihrer Gruppe. Und auch Manchester und Kopenhagen haben gewonnen. Und Valencia und Bayern haben verloren. Ach du heilige Scheiße. Liverpool und Barcelona haben beide jeweils gewonnen. So, das wäre es dann erstmal mit dem Champions League Spiel. Ich weiß auf jeden Fall, dass es euch wieder mal gefallen hat und wir sehen uns in der nächsten Folge Manager Modus wieder. Bis dann, liebe Zockerfreunde. Ciao, ciao.